Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir befinden uns jetzt hier in Kakariko und wir sollen für den Lichtgeist Eldin seinen Strahlentau zurückholen. Deswegen machen wir uns auf den Weg. Er hat uns das auch schon schön eingezeichnet und wir machen uns jetzt auf den Weg. Da müssen wir rein. Okay, aber wie kommen wir da rein? Schauen wir mal. Ja. Ich würde ja eigentlich einfach durch die Tür gehen wollen, aber das scheint nicht der Weg zu sein, den wir nehmen müssen. Ah! Sieh mal an, ich glaube, hier kann man hochklettern. Das ist ja nett von dir, dass du mir da hilfst. Und da fahren wir durch und dann sind wir drin. Und... Oh. Ah. Verdammt, wo verstecken sich diese Biester nur? Ich wette, sie sitzen da draußen und warten auf ihre Beute. Sei ganz ruhig. Solange wir hier sind, wird uns nichts geschehen. Ob die da draußen das auch wissen? Nicht mal meine Bomben konnten die Biester da draußen etwas anhaben. Wie lange werden wir uns da wohl diese Mauern beschützen? Wenn die uns angreifen, sind wir erledigt. Ja, halt aus dem Krämerladen. Eins von diesen Dingern hat sie angegriffen und als die Leute kamen, um ihr zu helfen, war die Alte nicht mehr da. Stattdessen waren da plötzlich zwei von diesen Monstern. Das heißt, wenn die uns angreifen, werden auch wir... Pilz! Jedenfalls sind wir auch nicht sicher. Gibt es nicht irgendwo ein besseres Versteck? Unter dem Heiligtum befinden sich die Katakomben. Was? Das sagst du erst jetzt, als dass es hier Katakomben gibt? Und wir kommen da rein? Der Zugang öffnet sich, sobald sämtliche Kandelaber in diesem Raum entzündet werden. Nein, tu's nicht! Als ich den Katakomben nachgesehen habe, waren dort die gleichen Insekten wie draußen. Wein doch nicht, alles wird gut. Link wird ganz sicher kommen und uns retten. Das spüre ich irgendwie. Ich bin ja eigentlich schon da, ne? Die glauben daran, dass du kommen und ihnen helfen wirst. Was für brave Kinder. Du Armer, stehst direkt vor ihnen und die merken es nicht mal. Nur durch die Kraft des Auserwählten kannst du in dieser Schattenwelt kein Geist und schon gar kein Schattenwesen werden. Niemand weiß, was du getan hast. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als einen einsamen Wanderer zu kämpfen. Wenn du auf irgendwen sauer bist, dann aber bitte nur auf die Prinzessin Zelda. Sie hat dir schließlich diese Sache eingebrockt. Übrigens, wenn du die Kandelaber anzündest, kommst du in die Katakomben. Keine Ahnung, wozu dieser Mechanismus gut sein soll. Alles klar? Also, wie soll es nun weitergehen, einsamer Held? Ja. Sehr nett. So, wir machen mal unser Gespür nochmal an. Gut, wir hätten also hier zumindest, ja, wahrscheinlich unten. Wir müssten sie also anzünden, aber wie sollen wir sie anzünden? Items haben wir ja keine, die wir hier benutzen können, in der Gestalt. Lauschen wir eh mal. Du kannst fragen, wenn du willst. Die schmieren dir doch alle nur Honig ums Maul. Und wer soll dieser Link sein? Und wieso sollte der ausgerechnet unser Dorf retten wollen? Ja, weil die Kinder hier sind, ne? Auf jeden Fall ist es im Moment am sichersten, hier zu bleiben. Ja. Okay. Komm hier.
Ah. Okay, der brennt jetzt. Ah, okay. Wir zünden die jetzt einfach mal an. Und lass mal los. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal. Und dreimal. So, da können wir mal wühlen. Wenn wir denn so. Naja, gut. Die sind jetzt nicht so wichtig. Ja. Ah. Nanu. Über das Holzgerüst können wir sicher bis nach oben klettern. Alles klar. Damit sind wir da wieder raus. Gut. Friedhof. So, da ist auch einer. Den haben wir auch. Die machen wir einmal kalt hier. So. Auch dich nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir runter vom Friedhof und suchen die restlichen. So, Karte. Dankeschön. Und die hätten wir. Da geht es als nächstes weiter. Den machen wir auch kalt. Ah, super, jetzt kriegen wir ein Herz. Gut, ich denke ja mal, dass wir irgendwie dahin müssen. Können wir uns das angucken? Ansehen. Gemischtwarenladen, Waren des täglichen Bedarfs und Gebrauchtwaren. Alles klar. Ja. Da gehen wir hinein. Und dann schauen wir mal, was es denn darin gibt. So. Ah. Okay. Da befindet sich also... Einer. Und damit haben wir jetzt schon 5. Und müssen dann auch wieder hier unten raus zurück. Nein. Ja. Ja, alles klar. Da gehen wir mal durch. Und dann gucken wir, wo der nächste ist. So, der nächste soll hier drin sein. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da reinkommen. Oh, mal wieder. Okay. Ah, da hinten hängt... Ist das einer? Ach nein, das ist der Lichtgeist. Entschuldigung. Entschuldigt, Leute. Das habe ich falsch gesehen. So, gucken wir mal. Da gibt es was zu wühlen. Ah, okay, das ist ein Herz und das ist dann wahrscheinlich ein, genau, ein Rubin. Der ist super gefallen. Und was ist da? Ah, da kommen wir zumindest dran. Okay, aber wie kommen wir hier weiter? Irgendwie müssen wir da mit Sicherheit reinkommen. Moment, da war gerade was. Hm.
Okay. Ja. Das bringt nichts. Okay, ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter hier, bevor ich jetzt da zu viel Zeit verschwende. Ah, hier soll ja auch noch einer sein. Da sieht man ja schon, ist ein Weg hier hoch. Was uns aber da auch nichts bringt. Ja, komm, dann gehen wir nochmal hoch. Gut, dann würden wir mal hier. Okay, uninteressant. Ja, und auch eigentlich relativ uninteressant. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier umsonst ist. Und das kann ja nicht sein. Nein, ich möchte nicht warpen. Vielen Dank. Dann scheint es da wohl doch nichts zu geben. Aber irgendwie müssten wir ja eigentlich da auch reinkommen. Burns Bombodrom. An- und Verkauf von Explosiva. Ganzjährig geöffnet, alles klar. Dem nehmen wir uns mal ganz schnell an. Und auch dem. So, dann gucken wir mal ohne Gespür hier. Da kommen wir nicht runter. Ja, mit nah ist am Gähnen. Die machen wir mal platt hier. So, hier drin. Hier soll da einer sein. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich doch. Dann müssen wir wahrscheinlich dazwischen springen, oder? Ich bin verwirrt. Da kommen wir definitiv nicht hin. Ja. Gut, dann haben wir als nächstes noch das Haus hier. Ah nein, das ist das, wo wir sowieso wissen, dass wir rein müssen. Das ist hier das. Ach, da hinten noch. Okay. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Wir haben ja eigentlich nur noch da vorne was erledigen.
Da ist auch nichts, wo wir uns irgendwie durchbuddeln können. Durch die Fenster kommen wir hier auch nicht. Da hoch kommen wir auch nicht. Irgendwie hier, dass man da von oben reinkommt oder so. Ne, kommen wir auch nicht. Da kommt man auf jeden Fall nicht rein. Und hier rundherum ist auch nichts, wo wir irgendwie buddeln könnten. Da sind noch Stellen, aber die haben ja damit nichts zu tun. Was sagt sie denn? Ich will mal mit dir reden. Du musst den Lichtgeist schon helfen, sonst erfahren wir nie, wo wir den Schattenkristall finden. Im Grunde genommen ist mir eure Welt des Lichts völlig egal, aber ich helfe nur mal gern. Ja. Okay, aber ich, also ich sehe hier beim besten Willen gerade nicht, wo wir denn hier rein können. Ja, da oben eigentlich hin, ne? Aber wie kommen wir da hoch? Moment mal. Wenn wir uns von ihr dahin warpen lassen, wo kommen wir da aus? Vielleicht kommen wir dann oben auf einem Dach aus. Na, das sieht aber nicht so aus. Das wäre auch zu schön gewesen. Wenn wir da irgendwo anders als da ausgekommen wären. Aber das da sieht gut aus. Dann müssen wir da hoch auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir doch zumindest noch ein wenig weiter. Ah ja, wunderbar. Da geht's dann schon mal rein. Das ist doch auch dann wenigstens noch etwas in dieser Folge. Also, es war sogar ein Rätsel. Alles klar. So, und dann haben wir den nächsten. Ja, man sieht ja sehr viel da. So. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wenn du alles erledigt hast, sollten wir von hier verschwinden. Alles klar. Ah, wunderbar. So. Kommen wir von hier aus noch... Aber da kommen wir auch nicht in die Richtung da, warte. Okay.
Naja, gut. Ich denke, dass wir uns da am nächsten Teil damit befassen. Den nächsten Teil gibt es am Donnerstag. Und ich denke, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir oder bei euch fürs Zuschauen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung oder Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.